Ranking-Faktoren 2013. Wie wirken sich die sozialen Netzwerke aus? Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der INM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Searchmetrics ist eine deutsche Firma, die das Verhältnis oder die Korrelation zwischen einer Maßnahme im SEO-Bereich und dem Ranking misst. Heute gehen wir als erstes auf den Bereich der sozialen Netzwerke ein, da die den größten Impact auf eine gute Position haben. Das ist hier die Seite von Searchmetrics und diese Studie, die sie gemacht haben. So schaut das Korrelationsdiagramm aus und umso mehr, dass ich hier rechts ausschlage, umso größer ist eben der Impact dieser Maßnahme hier auf das Ranking. Wir schauen uns das gleich anhand der sozialen Netzwerke an. Das sind hier die Orangen und Sie sehen hier gleich zusammen mit den Backlinks mit Abstand die größte Korrelation, sprich hat das auch den größten Impact auf ein positives Ranking. Und das ist hier die Übersicht zum sozialen Bereich. Ganz oben Facebook gesamt, also generell Sachen, die Sie auf Facebook veranstalten, mit Links natürlich dann zu Ihrer Seite bringen, extrem viel. Das hat sich sogar noch von 0,3 auf 0,31 steigern können. Dasselbe dann Shares, also umso öfters, dass man geshared wird, ist klar, umso mehr Interaktion hat man, bringt natürlich auch was. Das geht natürlich nur mit guten Posts auf Facebook, mit guten Beiträgen, sonst passiert da nichts. Google Plus, immer noch einen starken Impact auf die Google-Suche. Logischerweise wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Dann Facebook Comments und Likes, das sind sicher zwei Sachen, die ich auch nur kriege, wenn ich gute Beiträge bringe auf Facebook. Ich kriege nicht einfach Likes und ich kriege nicht einfach Comments und kaufen Sie sich die auf keinen Fall. Auch das merkt dann Google und Facebook sowieso. Haben beide Faktoren haben hier nochmals leicht zugenommen. Also der Impact von Facebook-Aktivitäten ist riesig auf das Ranking bei Google. Dann Tweets, stark zugenommen. Wenn Sie bis heute keinen Twitter-Account haben, weil Sie sagen, ich bin im B2B-Bereich, bringt mir überhaupt nichts. Aus SEO-Sicht bringt es halt dann eben doch was. Das ist was, was ich immer wieder erwähne. Wenn Sie Social-Media-Marketing betreiben, machen Sie das nicht nur der Social-Media-Marketing zuliebe, sondern eben auch den guten oder besseren Rankings, die Sie damit erzielen. Pinterest hier unten wird auch noch aufgeführt, hat also auch einen positiven Impact auf Ihr Ranking. Das also der Einfluss der sozialen Medien, die also den größten Einfluss auf das Ranking haben, überhaupt von allen Maßnahmen. Würde mich interessieren, ob ihr sowas auch beobachtet habt oder ihr nun eure Strategie ändert. Kommentare wie immer gern hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Ich werde das nächste Mal zum Thema Backlinks berichten. Würde mich also freuen, wenn ihr auch wieder zuschalten würdet. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website-Marketing.com.